Ich grüße euch, Kindersouls. Wir beginnen die Geschichtsschreibung der Aztani nochmal vom Neuen, da wir fest saßen. Und zwar wirklich fest, wir sind nicht rausgekommen. Südlich von uns auf der Karte das große Gefallene Reich, nördlich Isolationisten, die uns auch nicht durchließen. Wir saßen also wirklich fest und deswegen fangen wir heute an mit Wurmlöchern. Man sieht ja auch schon die kleine Wurmlochstation am Rande unseres Systems. In den Äonen, seit die ersten primitiven Aztani-Gemeinschaften auf den Archipelen und in den Lagunen des Planeten Akmalakan Form annahmen, hat sich unsere Zivilisation ausgebreitet und vergrößert. Als wir durch die technologischen Zeitalter voranschritten, reiften wir auch als Spezies. Die gewalttätigen und primitiven Impulse unserer Vorfahren waren endlich ausgemerzt worden und wir bildeten eine globale Regierung auf den Prinzipien der friedlichen Koexistenz. Nach der erfolgreichen Schaffung künstlicher Hyperraumwurmlöcher haben die klügsten Köpfe des Aztani Council nun die Entwicklung der ersten Warp-Antriebe abgeschlossen. Endlich können wir selbst zu den Sternen reisen. Peace ja, be with you, endlich. Prime Minister. Very well. Dankeschön. So, und wir schauen mal. Aha, in einem, ja, gar nicht so ungünstigen Bereich, wenn wir uns noch hier drüben ausbreiten können, dürften wir da zumindest ein bisschen Ruhe haben. Ist allerdings ein bisschen weit weg. Wir haben ein Konstruktionsschiff. Wir haben ein Forschungsschiff. Wir haben hoffentlich auch... Lists the planets of our empire. Ich dachte nur, Tipps, was ist da los? The Leaders tab lets us hire... Krass. Da arbeitet er uns doch noch so zu. So, wir haben Unmengen von Wissenschaftlern. Forschungsgeschwindigkeit Anomalien plus 35%, das ist gut. Lebensdauer. Und er kennt sich mit Weltraumkunde aus. Die müssen wir vielleicht mal austauschen nachher irgendwie. Rekrutierungskosten Anführer minus 35. Wir haben nicht viel. Wir müssen also sehr sparsam umgehen. Dankeschön. Here we see a visual representation. Mann, was ist los mit ihm? Ich wollte nur Tipps und nicht das volle Tutorial. So, wir gucken. Energieproduktion schlecht. Die müssen wir zuerst hochfahren, denke ich. Das würde uns allerdings ein bisschen was kosten, wenn wir das effizient machen wollen. Aber ich denke, wir haben gar nicht so eine großartig andere Wahl. So, und unser Raumhafen, achso, Akmalakan, Raumhafen, haben wir einen? Ja, wir haben einen. Danke. So, wir haben eine kleine Flotte. Wir können uns ein Forschungsschiff leisten, ein zweites. Ein Forschungsschiff der Nimblock-Klasse, okay. So, und das erste Forschungsschiff, die Sostre. This is our science ship. Dankeschön. Werden wir direkt mal losschicken. Um dieses System, unser System zu erkunden. Ja, das sieht interessant aus. So, und in der Zwischenzeit bauen wir hier ein bisschen auf. Mal schauen mal, worum wir uns sonst noch kümmern müssen. Wahrscheinlich ein bisschen um die Politiken. Freie Migration, Minimalsäuberung, Sklaverei, Kriegswirtschaft. Ja. Schaffen wir ab. Herrschaft nur primär Spezies, warum? Achso, da können wir noch nichts anderes. Friedfertiger Erstkontakt. Okay. Ah, ja. The technology screen is where we will be directing our research. Wir brauchen blaue Laser. Technologies are categorized into three different fields. Orbital Energieumwandlung, auf jeden Fall. Weltraumgefecht, zentralisierte Befehlsstelle, Kolonieschiff, ja.
Exoskelette, Nanomechanik, ja, dann Exoskelette für mehr Mineralien. So, und dann hoffe ich einfach, dass wir uns hier ein bisschen ungestörter ausbreiten können dieses Mal. Was haben wir denn hier? Construction complete. Achso, das ist das zweite Forschungsschiff, ne? Dafür brauchen wir natürlich einen Wissenschaftler. Rekrutieren wir uns ein. Entdeckungschancen für Anomalien plus 10%. Oh, das hört sich sehr gut an. Den nehmen wir. Nubatsche darf die Finnfuß kommandieren. So, und den schicken wir jetzt direkt mal nach Tiffim. Ozeanwelt haben wir da. Das hört sich sehr gut an, oder? Schicken wir die Finnfuß hier rüber, um dieses System zu erkunden. So, und um zu springen mit Wurmlöchern muss man, glaube ich, hier aus diesem Bereich raus, aus dieser gestrichelten Linie. Man kann immer nur außen in den System springen mit Wurmlöchern. Gut. Some buildings may cause adjacency effects. Bauen wir uns also ein Kraftwerk. Also dann können wir mal gucken, wie lange braucht man das Ding zum Rausspringen. Kann ich das irgendwo sehen? Nope, nicht wirklich. Ach, guck mal, unser Konstruktionsschiff. This is our construction ship, which is used to construct space stations. Kann ich? When an astronomical object such as a planet. Dankeschön. Oh, Wurmloch gebaut. Und weggesprungen. Auch nicht. Muss hier irgendwo sehen. Jetzt ist es weggesprungen, okay. So, und wir springen relativ Flottenhaltung passiv, ja. Das gefällt mir besser für meine Forschungsschiffe. Wir können mal hier reingucken. Aber wir haben ja außerdem noch eine. Was ist das? Achso, eine aride Welt. Das sieht sehr hübsch aus. Unsere Position. Besonders, weil wir nicht eingeschränkt sind. Mal sehen, wann wir hier rüber springen können. Wir können vielleicht hier am ehesten springen. Also wenn wir uns nach hier als nächstes ausbreiten würden. Na, das Gelbe hier gibt an, wie weit wir springen können. Und da müssten wir hier drüben tatsächlich springen können. Von hier nach da. Das müsste gehen. Anführer hat eine neue Stufe erreicht. Also sehr schön. Einer unserer Wissenschaftler, die mit dem Forschungsschiff unterwegs sind. Oder mit dem Forschungsschiff hin. 40 Monate, 63. Oh Gott, das dauert alles ewig. So, haben wir hier echt noch nichts irgendwie entdeckt weiter. Unser Heimatsystem scheint schon wieder nicht besonders reichhaltig ausgestattet zu sein. Schade eigentlich. Sehr schade. Achso, jetzt kommen wir ja direkt. Wir schnappen uns ein bisschen Energie. Und das finanziert uns dann den Mineralienabbau.
Die Entdeckung von Alienleben. Die Finfus hat auf Tiffin 1 einen verblüffenden Fund gemacht. Auf dem Planeten wimmelt es nur so von Alien-Lebensformen. Zum ersten Mal in unserer Geschichte sind wir auf Lebensformen getroffen, die nicht von Akmalakan stammen. Diese erstaunliche Entdeckung hat jene zum Schweigen gebracht, die glaubten, wir wären alleine im Universum. Obwohl keine der Alien-Kreaturen auf Tiffin fühlend sind, ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis wir auf fühlende Wesen treffen. Ja. Sozialforschung. Nach vorne katapultiert. Wir können ja mal gucken. Auf Tiffin 1. Achso, hier. Oh, süß. Und wir können tatsächlich ganz gut hier landen mit unserem Kolonieschiff. Und da bekommen nämlich drei Felder Boni. Es gibt ja Boni auf Energie, Nahrung und Mineralien. So, was ist hier los? Aha. Aha, mhm. 5 Energie und niemand benutzt sie. Ah, dann nehmen wir vielleicht die eine Nahrung hier. Weg. Ungefähr so. So, dann müssen wir als nächstes wahrscheinlich irgendwie hier ein Bergbaunetzwerk bauen. Würde zumindest Sinn ergeben, denke ich. Es sei denn, wir finden natürlich in unserem Heimatsystem Mineralien. Orbitale Mineralien sind natürlich. Dankeschön. Sind natürlich teurer als andere. Wir gucken mal, während der Erkundung unseres Heimatsystems haben wir auf Nafavim etwas gefunden, was nicht Turins Gänze unserer Heimatwelt entspricht. Okay, vorerst in Ruhe lassen. Und das darf die. Warum stehen hier eigentlich nicht die Namen dabei? Slotwell darf das dann machen. Das ist jetzt richtig, ja. Wenn sie mit einem fertig ist hier. Planetares Tierreich. Die Priesterschaften auf Akmalakan zeigten eine im Allgemeinen positive Reaktion auf die Berichte der Finfus, dass auf Alienplaneten komplexe, wenn auch dumme Organismen gefunden worden waren. Die Funde lösten eine innerdogmatische Debatte aus. Ist dies der Beweis, dass die Arztani die Spitze der Schöpfung darstellen, oder haben wir unsere Brüder von jenseits der Lehre nur noch nicht getroffen? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Tiffin, soweit, ja, eher uninteressant, wenn man das so sagen kann. Ja, das nächste System, das uns wahrscheinlich interessiert, dürfte dieses hier sein. Oder dieses, damit wir dann hier rüber hüpfen können irgendwie. Und von da aus nach hier hinten. Geheimnisse vor unserer Türschwelle. Wir haben eine natürliche Formation auf Nafavim gefunden, die durch ihre geometrische Perfektion beeindruckt. Dies ist sicherlich ein göttliches Zeichen, das uns den Weg zu den Sternen weist. Wir sollten diese Art von Anomalien weiter untersuchen, wann immer sich die Gelegenheit dazu bietet. Dadurch werden wir fast mit Sicherheit neues Wissen und neue Technologien erhalten. Die Götter seien gepriesen. In der Tat. Akmalakan, haben wir überschüssige Bevölkerung? Nicht viel. Wie viel ist im Bergbaunetzwerk? 60 immerhin. Oh, Erkundung nach bewohnbaren Welten. Wir wissen nun,
dass es nicht nur auf Akmalakan eine prächtige deine Biosphäre gibt. Sowohl die wissenschaftliche Gemeinde als auch die Gesellschaft im Allgemeinen sind begierig darauf, mehr über die verschiedenen Alien-Lebensformen zu erfahren, die wir in der ganzen Galaxie gefunden haben. Unsere Katalogisierungsbemühungen der Lebensform wurden zwar bereits auf den Weg gebracht, aber unsere Xenobiologen haben uns dazu gedrängt, unsere Planetenerkundungsbemühungen auf bewohnbare und bewohnte Welten zu konzentrieren. Eine lobenswerte Initiative, in der Tat. Oder wir müssen uns mit wichtigeren Angelegenheiten beneiden. Eine lobenswerte Initiative. Situation Log updated. So. The Situation Log displays a list nur von 8. Na toll. Also da geht es um bewohnbare Welten, die wir irgendwie erforschen sollen. Bergbauschätzung abgeschlossen. Wir bekommen also Energie in Hülle und Fülle. Und das Schiff darf sich erstmal zurückziehen, da wir keinen weiteren Auftrag dafür haben. Unsere Forschungsschiffe sind fleißig. Und auf Akmalakan vermehrt man sich. System Survey complete. Sehr schön. Und Nuvace ist auch direkt aufgestiegen. So, die Finfus darf jetzt also ein Klasse G-Stern. Das ist ein Klasse F-Stern. Was ist denn unser Heimatsystem? Ein Klasse F-Stern. Ja, in dem Fall springen wir doch mal hier rüber, würde ich sagen. Und erkunden dieses System. Was? Da müssen wir einen Zwischensprung einlegen. Warum? Weshalb? Können wir da nicht komplett springen? Nee, scheinbar nicht. Warum nicht? Das liegt doch im Sprungradius. Ich dachte, da könnten wir komplett springen. Na gut. Ach, wir müssen erst auf jeden Fall immer zur Wurmlochstation zurück. Ah, okay, gut, verstehe. Also wir können entweder nur zu einer Wurmlochstation hin oder von der Wurmlochstation wegspringen. Da haben wir es. Oh, die Welt sieht gar nicht so hübsch aus. Aber hey, besser als nichts. Das heißt, wir sollten eigentlich immer ein Konstruktionsschiff mitschicken. Und eine Wurmlochstation bauen. Ich weiß gar nicht, wie teuer das ist. Ich muss das mal rausfinden gerade. Dann habe ich hier zum Beispiel ein... Haben wir nicht? Beobachtungsposten, Außenposten. Eine Wurmlochstation. Ah, 75. Kostet das? Okay, gut. Also für den Anfang tatsächlich nicht so richtig erschwinglich. Aber wir sind schon da. Oh, wir sind ziemlich schnell gesprungen, würde ich sagen. Wie sieht das System aus? Relativ klein, dürfte mineralienreich sein. Das ist natürlich gut für uns. Er liegt leider außerhalb unserer Einfluss. Anomalie Stufe 1. Die Analyse der Zusammensetzung des Asteroiden lässt auf interessante Funde zurückschließen. Machen wir später. Haben wir einen besseren Wissenschaftler? Nee. Okay, gut, dann lassen wir uns vorerst in Ruhe. Aber wir wissen schon mal, es ist da. Und wenn wir einen fähigen Wissenschaftler haben, können wir das auch erforschen. Vielleicht sollten wir auf Akmalakan im Raumhafen. Haben wir die schon? Nee, haben wir noch nicht. Werden noch erforschen. Die Solarkollektoren. Haben wir auf Akmalakan eigentlich irgendwie ein vernünftiges Feld für Wissenschaft? Ja, zwei sogar. Das wäre also auch relativ wichtig für uns, die frei zu machen. Ach, jetzt ist das Ganze schon so teuer, ja? Ja. Großartig.
Ach, drei Wissenschaftsfelder haben wir sogar. Und hier oben noch ein viertes. Ja, dann bauen wir doch hier zuallererst mal. Wenn wir denn wieder Bevölkerung haben. Ein wunderbares Wissenschaftsdingsbums. Ja, auf Chat gibt tatsächlich eine Mineralie. Sehr schön. Oh, 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 wer seid ihr denn? Aufeinandertreffen in Piffen. Im Piffen-System sind wir auf unbekannte Alienschiffe gestoßen. Alpha-Aliens, interessant. Neuigkeiten über Alienschiffe haben Akmalakan erreicht und auf vielerlei Art das erste Kapitel im Buch des Astani-Council-Strebens geschlossen, ein stellares Reich zu werden. 150. These are unknown spacefaring entities. We can learn more about. Aha. Die spulen ganz schön schnell hoch. Keine Ahnung, was das war. Ob es ein anderes Reich war oder nicht. Oder doch. Construction complete. So, fertig gebaut auf Akmalakan. Sehr hübsch. Wir können es noch nicht ganz benutzen. Also können natürlich schon, aber da müssten wir Nahrung dafür aufgeben. Könnten dann aber schneller bauen. Das heißt, wir tauschen hier mal gerade. Ist vielleicht tatsächlich günstiger. Akmabuku, da gibt es eine Menge zu erkunden, ne? Ja, nach Kavcek sollten wir vielleicht als nächstes mal springen mit einem Forschungsschiff. Weil das in unserem Einflussbereich liegt, da wo die Alienschiffe vermutlich herkamen. Um herauszufinden, was da los ist. So, bauen wir doch mal. Achso. System Survey complete. Eine Bergbaustation. Oh, sehr schön. Die 5 Fuß ist fertig. Hier hinten. Ah, okay. Ja, wir müssen immer hin und her springen. Ziemlich doof. Ja, ich hoffe, hier in der Region irgendwie einen besiedelbaren Planeten zu finden. Mal sehen, ob das irgendwie zu Wege gebracht werden kann. Weggesprungen. System Survey complete. Situation log updated. Mehr Aliens. Was seid ihr denn? Einfach hier so eine Art Sensorreichweite. Ach, das sind so eine Viecher. Weltraum-Leviathane. Ein Taraset. Gibt es tatsächlich eine Ozeanwelt? Herrlich. Das wird also unser erster Besiedlungskandidat hier sein. Sieht gut aus. Wissen wir noch nicht. Hier gibt es auch eine Ozeanwelt. Ah, interessant. Also da haben wir auf jeden Fall ein paar heiße Kandidaten, wo wir uns umschauen können. Um uns auszubreiten erstmal. Ja, und den Hemtaris müssen wir dann irgendwie ein Warp Portal bauen. Also erstmal müssen wir ein Centara-Set bauen. Dann wahrscheinlich in Hemtaris. So, so langsam kommt das hier also in Schwung, unser Reich. Nach nur 2,5 Jahren.
Die Forschung ist natürlich noch ein bisschen am Boden. Da müssen wir auf jeden Fall dringend was tun. Zum Beispiel hier mal. Sofort. Oh Gott. Zum Beispiel hier ein Forschungslabor hinbauen. Damit wir wenigstens ein bisschen was haben. So, dann gucken wir mal. Abnormale Bedingungen. Als unser Forschungsschiff die Oberfläche von Karasat 1 scannt, wird schnell klar, dass wir etwas Außergewöhnliches gefunden haben. Solche Bedingungen wie auf Karasat 1 haben wir noch nie zuvor gesehen. Beim Erkunden neuer Planeten werden wir sicherlich noch auf weitere solche Irregularitäten treffen. Wir sollten ihren Einfluss auf unsere Expansionsbestrebungen nicht unterschätzen. Verblüffend. Karasat 1, echt? Was haben wir denn da? Tropische Welt? Eine Ozeanwelt? Das wäre ganz günstig für uns. Was gibt's denn hier? Eine Steinzeitzivilisation. Ach, verdammt nochmal. Eine primitive Steinzeit-Proto-Zivilisation. Aufeinandertreffen mit Alien-Proto-Zivilisation. Die Erkundung von Karasat 1 hat ergeben, dass in bestimmten Regionen des Planeten primitive Alien-Proto-Zivilisation beheimatet ist. Unsere Sonnen zeigen, dass ihre neolithische Kultur das Feuer beherrscht und eine rudimentäre gesprochene Sprache entwickelt hat. Wir haben jedoch keine Anzeichen auf Metallurgie oder schriftliche Kommunikation gesehen. Interessant. Verdammt. Karasat 1, eigentlich der Planet, den wir bevölkern wollten. Ja, das ist die Ozeanwelt, ne? Aber wir können da keine Beobachtungsstation drumherum bauen. Achso, was heißt, sie sind nicht sentient wahrscheinlich, ne? Aber uns ist hier, ne. In the contact screen, the species tab lists. So, danke. Ne, da wird die Spezies aber auch nicht aufgeführt. Das ist ein bisschen komisch gerade. Als wenn es sie da doch nicht geben würde. Sehr merkwürdig. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Bitter-Aliens. Alpha-Aliens. Da dauert alles. Zwei haben wir schon. Sehr gut. System Survey complete. Sehr hübsch. Dann auf nach Girdab. Tja, ich frage mich, was wir mit denen da machen können. Vielleicht erleuchten oder keine Ahnung. Schade. Das wäre ein gutes Ziel gewesen, um dort zu siedeln. Unsere Grenzen weiten sich langsam aus. Konstruktionsschiff. Zwei Bergbaustationen noch. Wieso noch zwei Bergbaustationen? Das stimmt doch nicht. Das ist doch noch eine. Forschungsstationen haben wir mehrere, aber Bergbaustationen. Verstehe ich gerade nicht, warum man mir da 180 anzeigen wollte. So, wir brauchen ein bisschen Energie auf jeden Fall.
Construction complete. System survey complete. Das Datasatzsystem vollständig erkundet. Eine Watsche. Da kann man direkt mal schauen. Ist das im... Ne, ist nicht. ...25% Fehlschlagrisiko immer noch. Oh, das ist aber eine Menge. So, nach Hentaris kommen wir leider nicht. Ihr seht, wir können auch leider sonst nirgendwo hier drüben hinspringen. Gut, dann werden wir eben Arkab erkunden. Um mal zu schauen, was uns dort erwartet. Das machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass die Strömung des Universums euch immer gewogen sein mögen. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis dann. Tschüss!